Laut der jüngsten Gerüchte bereitet Microsoft derzeit den Launch des Surface Laptop Go 2 vor. Das kompakte Notebook soll bei einem 12,4 Zoll Display im 3:2 Format bleiben und einen neuen Prozessor erhalten, der im Hinblick auf den voraussichtlichen Launch im Juni aber schon zum Verkaufsstart veraltet ist. Umfrage: Mach mit bei unserer Umfrage zur Servicezufriedenheit 2022, deine Erfahrungen sind gefragt. Hier teilnehmen, mach mit bei unserer Umfrage zur Servicezufriedenheit 2022, deine Erfahrungen sind gefragt. Der Microsoft Surface Laptop Go will Kunden vor allem durch ein hochwertiges Metallgehäuse mit einem Gewicht von gerade einmal 1,11 Kilogramm überzeugen. Dieses Gewicht wird unter anderem durch das kompakte Format ermöglicht. Microsoft verbaut ein 12,4 Zoll großes IPS-Panel im 3:2 Format mit einer Auflösung von 1.536x1.024 Pixel. Die Intel Athlete-Prozessoren sind aber nicht mehr zeitgemäß. Laut der Informationen, die Windows Central von seinen Quellen erhalten hat, plant Microsoft daher im Juni den Launch des Surface Laptop Go 2. Dabei handelt es sich angeblich um ein recht kleines Update, am Design soll sich kaum etwas ändern, abgesehen davon, dass das Notebook auch in dunkelgrün angeboten werden soll, zusätzlich zu den bereits erhältlichen Varianten in Platin, Sandstein und Eispel. Das größte Upgrade ist der Prozessor. Microsoft setzt aber nicht etwa auf Intel Alder Lake oder auf AMD Ryzen 6000, sondern auf Intel Tiger Lake, bis hin zu einem Intel Core i5 mit 4 Kernen und 8 Threads. Dass Microsoft den Surface Laptop Go 2 mit fast 2 Jahre alten Prozessoren bestücken soll, ist enttäuschend, aber kaum überraschend, denn schon beim Vorgängermodell hat der Hersteller gespart und das Basismodell mit nur 4 GB RAM und 64 GB M Speicher ausgestattet, das soll bei der zweiten Generation ebenfalls der Fall sein. Ob das Notebook endlich eine Tastaturbeleuchtung erhalten wird, ist noch unklar.